Du dachtest wirklich, das sei das Ende? Du dachtest, der Schrecken begrenzt sich nur auf den Wald? Nun, Sanatorium. Die Geschichte geht weiter. Und damit an euch alle hier ein herzliches Willkommen. Sanatorium, genau. Wenn wir uns das Spiel anschauen, kommt es doch schon einem Spiel nahe, das wir kennen. Es stand, glaube ich, jetzt auch am Anfang, das Based on Slender. Dieses Spiel basiert auf Slender. Es wird jetzt auch oft Slender Sanatorium genannt. Ist aber so, sag ich mal, falsch. Denn Sanatorium ist von anderen Entwicklern als von Slender. Dieses Spiel ist aber angelehnt an Slender, wie man merkt, und basiert auf Slender. Also wie gesagt, einfach von anderen Entwicklern. Das Spiel Sanatorium, ich setze euch auch den Download-Link in die Beschreibung. Und wenn wir jetzt diesen ersten Zettel nehmen, läuft es genauso ab wie bei Slender. Always watching. Okay. So, ich bedanke mich übrigens bei den Let's Playern, bei denen ich das Spiel gesehen habe. Denn sonst hätte ich das Spiel ja nie gefunden. Ich weiß auch hier wieder nicht, wie lange wir es aushalten. Das ist ja immer das Spannende. Es kann dann auch sein, dass das Spiel dann irgendwann abbricht. Also wenn dann ein schwarzer Bildschirm kommt und ich bin auf einmal weg. Ihr wisst, was los ist. So, die erste Seite haben wir jetzt also. Und ich schau mal nach der zweiten. Unser Herz klopft in einen Rhythmus, der uns das Fürchten vermag. So, wir können übrigens auch rennen. Ist überhaupt kein Problem. Sind diesmal ein Mann. Ich komme auch gleich noch dazu, warum wir ein Mann sind oder was das damit auf sich hat, denn es ist, an manchen Zetteln werden wir merken, dass es wirklich auf Slender basiert, beziehungsweise die Slender-Geschichte ein bisschen weiter spinnt. Genau, hier sieht man es nämlich. Took my girl, now coming for me. Also auf Deutsch, er hat sich mein Mädchen geholt, er hat sich meine Freundin geholt. Und jetzt kommt er, um mich zu holen. Denn wir waren ja im ersten Slender-Teil eine Frau. Und daraus können wir schließen, dass wir jetzt den Freund spielen. Und ich einen Lachkrampf kriege, wenn er jetzt auf dem Klo steht. So, nächster Zettel schon. It came from the fog. Es kam aus dem Wald. Was? Was? Ach du okay, das ist die Musik, die dazu im Hintergrund läuft. Das ist scheiße gruselig, das Spiel. Muss ich sagen, es ist gruseliger als der Vorgänger, also als Slender, so rum. Ohoho, no escape, okay. Was? Wo ist der? Der war doch... Oh, okay, der war doch gerade noch da. Warum ist er... Hier wieder gleiche Voraussetzungen übrigens. Spielt's mit Kopfhörern und allein. Scheiße. Oh, Alter. Macht mir nicht so eine Angst. Ich glaube, der ist schneller hier in diesem Spiel. Puh, es ist dem Herzinfarkt nah. Ganz ehrlich. Es ist krank. Ganz ruhig. Bitte, lass hier ein Zettel sein und kein Slendy. Bitte? Okay. Out of sight, not out of mind. Aus dem Auge, aus dem Sinn gilt hier also nicht. Okay, ganz ruhig bleiben. Fuck, fuck,
Fuck, ich darf mich nicht umdrehen. Ich weiß genau, wenn ich mich umdrehe, steht er irgendwann hinter mir oder neben mir. Kriegst du mich nicht, du kriegst mich nicht. Nein. Okay, du bist ein bisschen schneller. Ich müsste hier doch da mal durch. Okay. Oh. Fuck. Macht's gut. Er hat uns gefangen. Macht, ey, das ist... Immerhin, ich glaube... Wow. Ich glaube, wir haben mehr Seiten als in den anderen Slender-Let's Play. Es ist nicht schlecht. Also er wird von... Die erste Seite kommt ja nicht so. Aber dann, so nach der zweiten Seite, kriegt man schon mit, dass er langsam kommt. Okay, wir sehen uns dann, falls gewünscht, im nächsten Part wieder. Und ich sag an der Stelle erstmal ciao. Ihr könnt mir ja auch per PN schreiben, ob ich mal einen Slender-Livestream ungefähr um 21, 22 Uhr machen soll mit Cam. Und ansonsten sag ich erstmal ein bisschen geschockt hier ciao und schaut unten in die Beschreibung, um euch den Herzinfarkt eures Lebens zu holen. Ciao.